wir sind ja in dieser spannenden Zeit, wo Bilder nicht nur auf einem Fernseher im Wohnzimmer oder im Kino, sondern mittlerweile auf Fassaden, auf ganzen Stadtoberflächen auch projiziert werden. Ja, also ich denke, es ist ein Versuch wert, zu schauen, ob die ganz unterschiedlichen Ansätze, die man dann über diese Abstraktion Bewegtbild zusammenbringt, ob die tatsächlich gemeinsame Interessen haben. Zentralen Fragen sollten sein, dass man das Bewegtbild als etwas sieht, was wirklich im Wandel ist. Dass man alle Player irgendwo an Bord hat, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, eine solche Biennale sollte eine Art von Zustandsbeschreibung sein. Die gesellschaftliche Funktion der Bewegtbild-Biennale besteht meines Erachtens darin, dass sie ein breites Publikum mit den neuesten künstlerischen Entwicklungen in diesem Bereich vertraut macht. Was wirklich fehlt, ist die Lebensrealität von Filmemachern zum Beispiel. Was bedeutet es denn wirklich, Filme zu machen? Sehr große Vielfalt an unterschiedlichen Bereichen da und ich hoffe, dass ich heute auch noch ein paar Sachen mir anhören kann. Also Programmvielfalt war erstklassig, es waren unheimlich viele sehr spannende Referentinnen und Referenten. Es war für mich selbst eine ganz tolle Erfahrung im Austausch mit so vielen Leuten, auch über diese Zukunftsentwicklung eines Festivals hier zu planen, zu reden und sich auszutauschen.